unserem heutigen Oberliga-Nord-Heimspiel gegen die Tilburg Trappers. Ganz besonders begrüßen wir natürlich auch die Fans der Gäste. Guten Abend für alle Fans von der Tilburg Trappers in den Niederlanden. War es so, dass Tilburg mit Handkuss aufgenommen wurde und meiner Meinung nach die Liga auch deutlich professioneller gemacht hat. Also ist schon ein sehr sportlich, sehr starker Gegner. Aber jetzt geht's erstmal los. Ja. Könnte auf jeden Fall für Iserlohn spielen, aber Iserlohn hat schon, also hat noch zwei weitere Torhüter im Kader. Natürlich, wenn da mal einer ausfällt, müsste er dran. Jetzt Tilburg und das 1-0 ja. für die Trappers. Ja, ja, ja. Oh ja. Danny Stamper geht über die rechte Seite, legt den Puck vor dem Tor nochmal quer und müsste eigentlich von einem Herner wohl ins eigene Tor abgefälscht sein. Ja. Ackers mit dem eigenen, mit dem eigenen Schlittschuh hat sich hier als Fußballer etabliert. Konnte den Puck mit dem Schlittschuh zurück zu seinen Mitspielern spielen. Und da ist der Ausgleich. Ja. Durch Patrick Esselin, der es richtig stark gemacht hat, den Puck im Drittel gehalten hat, mit dem Fuß beim Mitspieler. Und dann das Glück des Tüchtigen hat, dass der dass Ian Meyer-Dress den Puck fallen lässt und der dazu noch Rinno de Hund. Und da ist halt da ist es 2-1 Schuss. Das müssen wir ja mal sagen, nicht? Das war ein schöner Schuss von der blauen Linie, aber auch klar abgefälscht, mit Schläger reingehalten von Kevin Brüsten müsste es gewesen sein. Ja. Und dann natürlich keine Chance für Björn Linder, aus, wenn da der Puck noch abgefälscht wird. Und da ist das 3-1 für die Gäste. Ein Schuss von der linken Seite und das hat der Pfeiffer in der Defensive aber nicht gut aufgepasst. Scheibe geht. Ackers an der Bande. Esselin schafft es nicht, sie rauszukriegen. Jetzt Kevin Brüsten ganz frei und lässt Björn Linder mit einem schönen Schlagschuss in die untere Ecke. Keine Chance. Sieht nicht gut aus für die Herner. Tja. Hast du. Aber sein Pass in die Mitte findet kein Mitspieler. Da gab es einen Check von Kehler. Gegen, wir sehen es nicht genau. Die Nummer. Jetzt haben wir Schlägerei auf dem Eis. Oh, Kehler gegen Joey Wettel. Die beiden. Wenn man sich zwei ausmalen hätte können vorher, dann wären es wahrscheinlich die beiden gewesen. Holla. Die verbeißen sich ja förmlich ineinander. Beide auch wahrscheinlich. Spieldauer wegen beide die Handschuhe haben fallen lassen. Das gibt sofort Spieldauer, Disziplinarstrafe in dieser Saison. Sie haben nicht auf uns gehört, du. Wir haben doch irgendwann mal gesagt, ein faires Spiel bis hierher. Und dann nur sowas. Tilbo komplett und jetzt Platz für Hessels. Schön in die Mitte gelegt. Und da ist Reno der Hund mit dem 1-5. 3 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels. Das wird wahrscheinlich die, wenn nicht vorher schon entschieden war, dann wird das die Entscheidung gewesen sein. Guck dir mal den Liesegang an. Hast du diesen Fehlpass gesehen gerade? Ja. Eindeutig. Aber ganz stark gehalten von Björn Linder mit dem Schoner. Absolut, du hast es gesagt. Bisher absolut. Und wieder abgefälscht. Ja. Wieder abgefälscht. Alexej Luginov von der blauen Linie. Irgendwen hat er getroffen, wir können noch nicht genau sagen, wen. Brüsten legt den Puck zurück, Luginov zieht ab. Und da ist das 1-7. Nach einem Schuss von Thies van Soest ist es die Nummer 71, Tim Jakobs, der das 1-7 erzielt. Guck mal, wie leichtfertig der diesen Zweikampf verloren hat, mit der Nummer 22. Gut gehalten, ja, und dann, aber es läuft einfach nicht zusammen, die letzten 16 Sekunden der Partie. Tilburg wird dieses Spiel völlig verdient mit 7-1 für sich entscheiden. Und alle drei Punkte mit nach Holland nehmen.